Einen wunderschönen guten Morgen und hallo und herzlich willkommen hier bei Ecto Wolle. Ja, ich bin ein bisschen verpennt. Es ist gerade mal 8.02 Uhr, aber ich dachte mir, hey, Psalm 35 aus der Volksbibel wird hochgeladen, sich wird veröffentlicht in 2023. Ey, da kann man auch mal ein bisschen verpennt sein auf jeden Fall. Auf geht's. Pass auf mich auf, Gott. David sagt, Gott kämpft für mich. Nee, ja, da bin ich schon verlesen. Egal, einfach wieder rein da. David sagt, Gott kämpft für mich mit den Menschen, die mich abschießen wollen. Zieh die Schussweste an, mit der Knarre geh vor gegen die Prolls. All Power, stell dich mit der MG auf den Weg vor die, die hinter mir her sind. Ich stelle mir das gerade schon einfach vorstellen. Ich meine, hier die Schutzweste an. Ich meine, Gott braucht die Schutzweste nicht anzubringen. Gott braucht keine MG da. Ich kann aber sagen, halt, stopp, so nicht und fertig. Gut, ja. Bau mich auf. Sag mir dann, dass du mir helfen wirst, weil ich doch dein Kind bin. Meine Feinde sollen dumm dastehen. Es soll ihnen nur noch peinlich sein, die fiesen Pläne für mich aushecken. Sollen verrecken. Wirk ihnen bitte eins rein. Ja. Wie Toastbrotkrümel auf dem Teller werden sie von dir einfach weggepustet. Dein Angestellter aus dem Himmel, so ein Engel, hat sie ganz schnell weggehustet. Ihr Leben soll nur noch im Dunkeln, im totalen Siff und Schlick verlaufen. Ein Engel soll sie jagen, sie verfolgen, bis sie ganz vollkommen absaufen. Denn ohne Grund waren sie hinter mir her und haben mir Fallen gestellt. Ohne Grund machten sie mir ständig Probleme, haben mich schlichtweg reingelegt. Plötzlich soll mein Feind von dir kaputt gemacht werden. Du musst ihn reinlegen in die Falle, die er für mich ausgebaut hatte. Soll er jetzt selbst reintreten? Ich werde Feten eine große Party feiern, weil mein Gott mir geholfen hat. Mit allem, was ich habe, werde ich sagen, Gott, du sprengst total den Maßstab. Du hilfst den schlaffen Leuten ist richtig gut, die keine Kraft mehr haben. Okay, das macht Sinn. Schlaffe Leute, die keine Kraft mehr haben. Um zu kämpfen, rettest sie vor Menschen sogar dafür, dass sie gerade noch rechtzeitig wegrennen. Am Ende stehe ich vor ihrem Gericht und sie kommen mit falschen Zeugen. Sie fragen mich Sachen, die ich nicht weiß, versuchen, das Gesetz zu beugen. Für meine guten Dinge, die ich getan habe, wollen sie mich jetzt bestrafen. All meine Freunde, Verwandte und Geschwister haben mich im Stich gelassen. Kann's kaum fassen, denn als es ihnen früher selber mal beschissen ging, hab ich mit ihnen gelitten. Für sie gebetet, was anderes kam mir nicht in den Sinn. Ich habe sie behandelt wie meinen besten Freunde. Wie einen meiner Brüder. Habe mit ihnen geweint, wie bei der Trauerfeier meiner eigenen Mutter. Jetzt reiben sie sich die Hände und freuen sich sehr, weil ich gefallen bin. Sie treffen sich mit fiesen Hooligans und zerreißen sich ihr Maul über mich. Ich werde fertig gemacht. Ich habe mich versteckt. Sie ziehen ein Fratzengesicht, zeigen mir den Fuckfinger. Oha, den Fuckfinger. Ballern die Faust mal nett. Ne, mal nett sein kennen sie nicht. Gott, wie lange wirst du noch zuschauen und nichts tun? Bitte hilf mir. Da schreibt er wirklich, bitte hilf mir. Man denkt, der Typ, mit dem man eigentlich cool ist, und auf einmal ist man nicht mehr mit den coolen. Dann sagt er wirklich halt her, hilf mir. Also das ist halt nicht so, wenn man liest das ja manchmal so, bitte hilf mir. Weil ich denke mal schon, dass er sagt, bitte hilf mir, help me.
Rette mich vor diesen Monstern jetzt. Beschütze mich vor diesen Tieren. Ich werde mich dann immer bei dir bedanken. Vor der ganzen Gemeinde. Egal, wer dort steht. Ich werde für dich Lieder singen. Auch vor deinen Feinden. Sie sollen sich nicht darüber freuen können, wenn ich versage und falle. Die mich ohne Grund hassen, sollen nicht vor Freude in die Hände klatschen. Wenn sie den Mund aufmachen, da kommen da nie wirklich gute Sachen bei raus. Gegen nette Leute in der Gemeinschaft denken sie sich fiese Attacken aus. Aha, hinter den Rücken vielleicht noch. Reißen ihre Mauler auf, sagen, wie lustig, jetzt haben wir es ja selbst gesehen. Gott, leg endlich los. Du bist mein Zeuge, du darfst jetzt nicht einfach gehen. Setz dich für mich ein, kämpf für mein Recht. Gott, mach das zu deiner Sache. Sorg für Gerechtigkeit, mach es korrekt. Gott, dass sie nicht mehr über mich lachen. Ich will nicht, dass sie sagen, so ist es gut, wir haben gewonnen, er ist kaputt. Sie sollen sich schämen, es soll denen peinlich sein, die dachten, ich wäre jetzt Schrott. Die mich arrogant von oben beobachten, sollen den Schwanz einziehen und abdampfen. Und die Leute, die sich mit mir freuen, die sollen dann nur noch ablachen. Nur noch ablachen? Ist das, also ablachen kommt eher so ein bisschen negativ vor. Aber okay, ich will sie nicht die Volksbibel verändern, ich will sie einfach nur vorlesen. Also ein Veränderungsvorschlag, oder mit mir lachen, wenn ich mit mir. Gott ist der Größte, er ist obergenial. Ja, oder er ist einfach der oberkrasse Typ halt, ne? Der Typ nicht, geht ja gar nicht, also. Gott ist einfach, obergenial, aber es gibt natürlich noch mehr krassere Begriffe, die so auf jeden Fall noch besser beschreiben könnten, aber mir fällt auch gerade keiner ein. Ist auch gerade erst 8.10 Uhr, ich bin auch erst ein paar Stunden wach. Übrigens, ich nehme auch am 22.12.2022 auf, aber es kommt erst am 23. raus, wollte ich kurz mal sehen. Also ich bin in der Aufnahme noch vor Weihnachten, natürlich noch vor Heiligabend. Kommt aus ihrem Mund nur noch raus. Er sorgt dafür, dass sein Mann mit Frieden regiert in seinem Haus. Ich werde alle Leute erzählen, dass du, Gott, immer total treu zu mir warst. Du bist korrekt, das sage ich ganz laut und wiederhole es an jedem Tag. Ja, der Herr ist korrekt und das können wir auch immer wieder fleißig auch schon wiederholen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch allen natürlich noch einen schönen Tag und frohes Neujahr! Yeah! Psalm 35, Entschuldigung, aus der Volksbibel. Yay! Ciao!